Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Ich hoffe, dass ihr ein gutes Wochenende hattet. Ja, wir starten wieder, wie immer montags, mit einer offenen und freien Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer in dieser Woche. Das ist die Sandra und Sandra ist 28. Guten Morgen, Sandra. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sandra. Um was geht's bei dir? Ich bin ganz aufgeregt. Es fällt mir auch ganz furchtbar schwer, darüber zu reden. Mhm. Es ist so, dass ich heute bzw. gestern meinen bester schwuler Kumpel umgebracht habe. Dein bester schwuler Kumpel hat sich umgebracht? Ja. Warum? Der hat sich auf dem Dachboden erhängt und wurde von seinem Nachbarn dann gefunden. Ist das ein sehr enger Freund von dir gewesen? Wir kannten uns jetzt gut ein Jahr und ich würde sagen, ja, das ist eine sehr enge Freundschaft zwischen uns gewesen. Ja. Hat er in irgendeiner Weise eine Andeutung gemacht, dass es ihm sehr schlecht geht zurzeit? Ja, er hat schon mal im Januar versucht, sich zu ritzen, also Borderline. Mhm. Da kam er in die Psychiatrie schon einmal. Mhm. Und dann hatte er einen neuen Freund, mit dem war er jetzt anderthalb Monate zusammen. Mhm. Und mit dem war er auch verlobt und der hat sich vor ein paar Wochen das Leben genommen. Und damit kam er jetzt nicht zurecht. Gott, was für eine Katastrophe. Da haben sich zwei junge Männer das Leben genommen. Ja, mein Kumpel war 20 und sein Verlobter war 31. Weißt du, warum der Verlobte sich das Leben genommen hat? Der war depressiv, ich schätze auch mal manisch depressiv und er war auch schon in der Psychiatrie gewesen deswegen. Mhm. Und er war sowieso selbstmordgefährdet. Mhm. Schon ziemlich heftig. Jetzt hat sich dein Freund erhängt. Und, ja. Du hast aber nicht irgendetwas von ihm bekommen, eine Mail noch oder ein SMS oder irgendwas? Nein, also er war ja noch Samstag hier gewesen. Ich hatte noch meinen Geburtstag nachgefeiert. Mhm. Und da war er hier irgendwas am Schreiben. Ich schätze mal ganz stark, dass es der Abschiedsbrief war. Also es durfte keiner lesen. Er war hier schon am Schreiben. Mhm. Und ich wurde ja von seinem Onkel angerufen und von seiner Oma. Also er hat irgendwas hinterlassen, nur das hat natürlich die Polizei erstmal mitgenommen. Ach so. Er war Samstag noch bei euch? Er war Samstag noch bei mir, ja. Wie war er denn, oder bei dir, wie war er denn da so drauf, wenn du heute es scharf so im Nachhinein beurteilen solltest? Also seit dem Tod seines Verlobten war er sowieso die ganze Zeit schon sehr, sehr, sehr schlecht. Natürlich, drauf. Ja, klar, ja, sicher. Und er ist auch nie mit zurechtgekommen und weiß ich nicht, also er hat ja dann auch schon mal versucht, vor ein paar Tagen sich selber auch nochmal das Leben zu nehmen. Er hatte Tabletten genommen, kam dann auch nochmal in die Psychiatrie, eine geschlossene, und dann haben sie eine offene getan und jetzt Freitag wurde er, wie er sagt, rausgeschmissen aus der Psychiatrie. Mhm. Und ich weiß nicht warum, also er erzählt mir, weil er schwul war, aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Nein, das ist Quatsch. Das glaube ich auch nicht. Ja. Aber das ist jetzt auch egal. Also, obwohl vielleicht in der Rekonstruktion, was ausschlaggebend war für diese schlimme Sache, kann es schon wichtig sein, was man da in der Psychiatrie mit ihm gemacht hat und warum man ihn entlassen hat oder rausgeschmissen hat, so wie du es gesagt hast. Was man noch dazu sagen kann, er war Engländer. Mhm. Er war jetzt gerade 2 Jahre in Deutschland und wurde von seiner Familie, glaube ich, auch wegen des Schwulseins nicht wirklich akzeptiert. Mhm. So habe ich das Gefühl gehabt, er war jetzt auch neulich noch bei der Hochzeit seiner Schwester in England gewesen und da hat er erzählt, sie sind alle gegen ihn und mobben ihn und keine Ahnung. Also ich meine, wenn das so gewesen ist, dass er generell ein großes Problem mit seiner sexuellen Identität hat oder mit der Akzeptanz dieser Sexualität und dann auch noch dieses furchtbare Unglück passiert ist, dass sein Freund sich das Leben genommen hat, kann man ja erahnen, unter welchem Druck der gestanden hat, der Freund. Also dein Freund. Ja, Alex heißt. Ja, Alex. Mhm. Ja, und ich weiß halt eben nicht, wie ich damit umzugehen habe, weil ich selber depressiv bin. Ich habe selber Panikstörungen und ich war auch selber auch in der Klinik schon gewesen und das natürlich jetzt total mit. Und du hast es erfahren von? Von seinem Onkel erst und dann habe ich mit seiner Oma gesprochen, weil er da auch gewohnt hat. Was hast du denn in der allerersten Sekunde oder in der ersten Minute gedacht, als du das gehört hast?
hätte mich verarschen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass er es macht, weil ich dachte eigentlich, er wäre zu feige dafür. Ganz ehrlich, weil er war eigentlich immer so, in Anführungsstrichen, so eine kleine Diva, so ein ganz liebevoller und auch so ein lustiger Typ. Und ich hätte nie gedacht, dass er das schafft. Machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe? Nein, eigentlich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass du da hättest irgendwie, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass du da hättest irgendwie eingreifen können oder gravierend eingreifen. Wir haben ihn ja alle ins Gewissen geredet, ganz klar, weil er hat sowas natürlich auch schon öfter erwähnt. Er sagte Samstag auch hier, irgendwann wird das machen, er weiß nur noch nicht wann und wir sollten ihm dann nicht sauer sein. Und das ist halt eben so ein Satz gewesen, wo ich natürlich auch dachte, oh mein Gott, was erzählt er da? Ne? Aber ich habe es jetzt gerade auch so verstanden, dass ihr das so ganz ernst dann auch nicht genommen habt, dass er das wirklich dann tut. Nein, also er stellte sich immer gerne im Mittelpunkt. Er wollte immer der Mittelpunkt des Ganzen sein und deswegen haben wir das halt so gesehen. Er bauscht das jetzt alles so ein bisschen auf und so halt, ne? Weil er das erste Mal jetzt auch dran gescheitert ist und das nicht geklappt hat. Ja, ja. Was hat er vom Beruf gemacht? Er war in einer Kosmetikschule, wollte Kosmetiker lernen und wäre jetzt eigentlich auch dieses Jahr fertig geworden, aber das hat er jetzt auch abgebrochen gehabt. Jetzt stehst du da als Freundin, als gute Freundin und man ist natürlich absolut geschockt und man weiß wirklich nicht, was man tun soll und man ist hilflos. Sicher bist du auch sehr neugierig auf das, was er geschrieben hat, insofern es dich irgendwann auch noch erreichen soll. Man weiß ja nicht, für wen er es geschrieben hat. Das gibt dann vielleicht auch noch ein bisschen Aufschluss über seine Beweggründe, was da los war. Wie jetzt abgesehen von dem Schock, von dem Schmerz, seinen Freund verloren zu haben, urteilst du auch darüber? Über was jetzt? Also, über, dass er sich das Leben genommen hat? Ich bin sauer auf ihn, ganz klar. Also ich bin richtig wütend auf ihn. Ich würde ihn am liebsten jetzt mal in den Arsch treten. Weil? Weil ich das einfach nicht verstehen kann. Ich meine, wir waren alle für ihn da, wir waren alle um ihn herum. Die Oma, die war super lieb, wo er gewohnt hat. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Das heißt, du glaubst, wenn er nur eure Hilfe in Anspruch genommen hätte, die ihr ihm gereicht habt, dann hätte es irgendwie schaffen müssen. Ja, natürlich, denke ich schon. Und das ist ja halt eben das, was ich nicht verstehe. Ich meine, mir geht's auch total bescheiden wegen meinen blöden Depressionen. Da hänge ich auch schon seit letztes Jahr Juni drin. Aber ich sag mal, ich versuche da was gegen zu tun und mache und weiß ich nicht. Und er hat sich da halt eben so immer an jeder Kleinigkeit hochgezogen. Was mir auch wehtut. Ja, wahrscheinlich wäre es sogar so gewesen, dass wenn er auf euch zugegangen wäre und er sich vielleicht auch etwas mehr angestrengt hätte, dass er diese Lebenskrise hätte überwinden können. Wahrscheinlich. Aber das ist ja jetzt müßig. Jetzt ist er tot. Und keiner weiß wieso. Was der letzte Beweggrund jetzt wirklich war, also wie ich das jetzt gehört habe, er hat ja sich mit dem Gürtel erhängt und der erste ist wohl gerissen und beim zweiten hat es dann geklappt. Also so habe ich das jetzt gesagt. Wie furchtbar. Ja, und der Nachbar hat ihn gefunden, nur weil er Wäsche aufhängen wollte, weil er oben auf dem Dachboden das halt so... Als er ihn gefunden hat, war er schon verstorben. Ja, der hang da schon seit heute Nachmittag. Ja. Und das ist halt eben das Schlimme und ich kann es nicht verstehen. Ne? Also vielleicht ist es hoffen wir mal, dass die in diesem Geschriebenen, was er geschrieben hat, dass da irgendetwas für euch, für die Freunde auch drinsteht. Und dass die Polizei das dann, die wird das dann ja irgendwann freigeben, das ist ja klar. Ja. Und dass euch das vielleicht dann ein bisschen noch hilft, das einzuordnen, wobei das sicher sehr schwer ist, das glaube ich auch. Liebe Sandra, ich würde gerne, wenn du sagst, dass du selbst ziemlich angeschlagen bist, generell, und dann kann natürlich so eine Nachricht einen völlig auch aus der Kurve hauen. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein bisschen redest. Gerne. Dann könnt ihr mal überlegen, was du machen könntest und wo du vielleicht auch so eine erste Hilfe vielleicht kriegst, morgen oder in den nächsten Tagen. Einfach mal, es geht um Informationen und dass ihr halt redet miteinander. Ja, das würde ich auch sehr gerne haben. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, Sandra, und die Simone, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Ja, ist okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch und du machst wirklich eine super Sendung. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Und ganz, ganz liebe Grüße an meinen Alex oben im Himmel. Ich hoffe, es geht ihm gut. Alles Liebe, alles Gute, Sandra. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer.
Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über diese Nummer oder meldet euch über Mail, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, schreibt in die Mail unbedingt eure Telefonnummer und schreibt die Mail, wenn es geht, nicht zu lang. Dann können die Kollegen schneller reagieren und brauchen nicht so viel Zeit dafür, das alles zu lesen. Wir haben eine freie Themennacht und ich bin jetzt verbunden mit dem Sebastian. Und Sebastian ist 21. Hallo Sebastian. Ja, hallo. Ja, bin ich. Sebastian, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Und zwar, ich rufe an zu dem letzten Thema. Diese Entscheidung werde ich nie bereuen. Ah ja, das hatten wir vorige Woche, genau. Genau. Welche Entscheidung ist es bei dir, die du nicht bereust? Also ich bin mit 14 mehr oder weniger freiwillig ins Heim gegangen. Mit 14 freiwillig ins Heim? Ja. Das ist ja eine große Aktion, wenn man freiwillig ins Heim geht. Für die meisten ist das ja sehr schlimm, ins Heim zu müssen. Warum wolltest du freiwillig ins Heim? Und zwar liegt das daran, dass ich mit meiner Mutter damals zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt habe. Mhm. Und sie ist schizophren gewesen und ist noch und hatte und hat noch Psychose gehabt. Also schwere seelische Erkrankung? Genau. Wie hat sich denn das Leben für dich damals so dargestellt, dass du gesagt hast, ich halte das nicht mehr aus? Also der Alltag war halt schlimm. Also sie hatte generell was dagegen, gegen meine Freunde, obwohl die halt ziemlich in Ordnung war. Es gab jeden Tag dasselbe zu essen. Also es war richtig schön Bioprodukte. Also auf die Idee, dass ich mal einen Döner oder so essen wollte, das durfte ich nie. Da gab es drei Stunden und sagt, nee, das ist ungesund und so. Dann habe ich kein direktes Taschengeld bezogen. Dann habe ich eine Zeit lang, ein, zwei Jahre mal, jeden Tag denselben Jogginganzug angezogen, weil meine Mutter der Meinung war, nö, wir tun das Geld lieber Spenden ausgeben. Mhm. Und da gibt es halt keine neuen Kleider. Okay. Also sie hat sich vernachlässigt, sodass das fast schon eine Verwahrlosung war, kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also es war auch so, dass ich froh war, dass ich damals meine Oma hatte. Mhm. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nie zum Friseur gekonnt. Also meine Mutter hat das nie eingesehen. Ach, zum Friseur hat sie dich auch nicht geschickt? Nee, hat sie mich nicht geschickt. Hat sie denn darauf aufgepasst, dass du in die Schule gehst? Ja, das war wiederum sehr wichtig. Mhm. Aber wie die Verhältnisse dort waren, war ihr wiederum egal, weil ich denke mal, dass ich dann versucht habe, in der Schule die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, bin ich automatisch in diese Opferrolle reingekommen. Also ich wurde halt oft verprügelt. Mhm. Also das wiederum hat sie wieder nie gecheckt. Also da hat sie wiederum nichts dagegen getan. Hat sie dich denn auch geschlagen? Das kam sehr selten vor, weil sie war da in der Hinsicht sehr diszipliniert. Aber wenn sie so einen Schub hatte, dann ist es immer schon richtig krass zur Sache gegangen. Also da war so ein Mini-Grund, also ich war halt beim Kumpel, hab mich dort verspätet, bin zwei Stunden zu spät gekommen, wollte dort eigentlich auch pennen, meine Mutter hat auch kein Telefon und so, bin gekommen und meine Mutter ist damals einfach so, ja, ist okay. Mhm. Nach einer halben Stunde kam sie ins Zimmer und hat mich so dermaßen zugerichtet, das war auch gerade schön. So, wenn du jetzt zurückdenkst, 14 Jahre, da ist man so gerade im Anfang der Pubertät, was war für dich das Schlimmste, das Allerschlimmste im Zusammenleben, im Zusammensein mit deiner Mutter? Einfach diese Angst, man weiß nicht, was kommt. Man weiß nicht, wie sie heute reagiert. Also ich sag mal so, heute... Das reicht mir noch nicht aus. Das reicht mir noch nicht aus als Erklärung, dass ein Jugendlicher sagt, ich will ins Heim. Erklär es mal noch ein bisschen genauer. Ja, also ich hatte, wie gesagt, die Bezug, also die Erziehung, sie hat sich die Erziehung total verwahrlost. Klar, damals habe ich das noch anders gesehen, damals wollte ich einfach nur raus, damals wollte ich einfach ein besseres Leben, also ich habe mich einfach nur beengt gefühlt. Ja. War denn auch eine sehr schlechte Stimmung und immer eine Spannung oder ein Streit zu Hause? Ja, auf jeden Fall, also auch. Grund genommen war ich jeden Tag zu spät, also ich hatte so Freizeit, war bis um 6 raus und dann halt nach Hause, dann mal bis um 7 und ich war grund genommen froh, um 9 war ich nie zu Hause, weil ich einfach nie nach Hause wollte. Mhm. So, jetzt entscheidet ein 14-Jähriger, ich will ins Heim. Wie geht das? Wohin wendet man sich dann? Wohin hast du dich gewendet? Also ich hatte das Glück, dass meine Mutter, ich und das Jugendamt damals schon 4 Jahre zusammengearbeitet hat. Achso, da gab es schon einen Kontakt. Das Jugendamt hatte schon ein Auge auf euch. Genau, weil meine Mutter, wo ich 10 war, ist sie in die psychiatrische Klinik und da war ich damals 3 Monate bei meinem Vater und seitdem hat sich das verstehe. Halt
direkt dem Problem angenommen. Und dann hast du dem Jugendamt gesagt, hier, hey Leute, ich halte es hier nicht mehr aus bei meiner Mutter, genau. Ich will weg. Ich bin direkt halt in das Büro von der Bearbeiterin gegangen, die für uns zuständig war, und habe gesagt, hier und so sind die Fakten, ich kann nicht mehr. Und hat die das denn gleich ernst genommen? Naja, sie hat das halt schon ein bisschen gemerkt und so, aber sie war damals so immer den einfachen Weg. Ne? Wir können ja noch versuchen und. Wie lange hat es denn da noch gedauert, bis nachdem du das gesagt hast, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann im Heim warst? Also eigentlich sollte es viel länger dauern, aber es hat anderthalb Wochen gedauert, weil damals... Ah ja, das ist ja sehr kurz. No, wie hat denn deine Mutter darauf reagiert? War das nicht für dir eine große Verletzung oder ein Affront? Ja, sie hat das ja selber sozusagen mehr oder weniger unbewusst angetrieben. Sie hat ja halt wieder so einen Schub gehabt. Und das war der Tag, sie kam halt früh um 6 zu mir rein, ich musste in die Schule und sagte, hier, du musst mich beim Duschen beobachten. Ich sage, was willst du von mir? Was, Moment mal, du musst ein bisschen deutlicher sprechen, das versteht man so schlecht. Denn deine Mutter... Ich sollte sie beim Duschen beobachten. Ja. Sie meinte, es ist Senfgas, also das damals hier bei den Hitterszeiten benutzt hatte, ist in der Wohnung geflossen. Ich so, wie, warum, was? Das ist, ich rieche das, du musst mich beobachten, sonst falle ich um. Ich so, Mutti, ist alles klar, ist alles in Ordnung, hier ist nichts. Nee, setz dich hin, sonst gibt's einen, ne? Das habe ich gerade auch nicht verstanden. Was hat sie gesagt? Das Kampfgas? Nee, Senfgas, was damals. Ach, Senfgas, ja, ich weiß, ja. No? Ja. Und das hätte sie gerochen. Mhm. Also sie hat in dem Wahn halt gedacht, dass sie das riecht und sie wollte, dass ich sie beobachte, dass sie dort nicht umfliegt und dass ihr dort nichts passiert. So, okay. Und dann hat sie mich halt zur Schule gebracht und hatte dann gemeint, kurz bevor sie mich verabschiedet hat, so, ich gehe jetzt, du gehst dann auch zu deiner Oma, ich werde jetzt in eine Zeit lang nie wiederkommen. Ach so, also das zeugt ja, übrigens, hast du deine Mutter dann beobachtet beim Duschen? Ja, ich habe nie hingeguckt, aber es war halt so, der Flo war direkt am Bad, sie hat die Tür aufgelassen und ich habe die ganze Zeit weggeguckt. Ach so, ja, das war für sie aber dann beruhigend, dass da jemand aufpasst. Ich verstehe, also die Mutter war wirklich, war damals wirklich dann sehr psychisch angeschlagen und sehr krank. Du bist ins Heim gegangen. Wie hat es dir dann im Heim gefallen? Das war eine super Zeit. Also ich war 4 Jahre dort, 2 Jahre Heim, 2 Jahre betreutes Wohnen und man hat halt auch kennengelernt. Also ich wurde selbstständiger. Ja. Hast du während dieser Zeit Kontakt zu deiner Mutter gehabt? Leider ja. Ich musste eben einen Monat, musste ich mich mit ihr treffen und ja, das war aber auch so eine Sache, die das Jugendamt damals falsch gemacht hat. Ja. Die das Jugendamt falsch gemacht hat? Ja, das. Das wolltest du gar nicht. Daraus rausziehen. Ich war damals 6 Wochen in der Kur. Und der Oberarzt hatte damals gemeint, das Aufenthaltsrecht und das Gesundheitsrecht sollte meiner Mutter entzogen werden. Nicht das komplette Sorgerecht, aber das Aufenthaltsrecht. Und das hat das Jugendamt und das Heim einfach nie gesehen. Also dir wäre es lieber gewesen, wenn du gar keinen Kontakt mehr mit deiner Mutter gehabt hättest. Genau, ja. Da hatte damals halt der Oberarzt gemeint, dass das sehr gut wäre. So, also eine gute Sache für dich, das Heim, da hast du richtig aufgelebt und du sagst, das war eine gute Erfahrung und das war die Entscheidung, von der du sagst, dass du die niemals bereust, weil das für dein Leben damals sehr wichtig war. Ja, wie geht es deiner Mutter heute? Naja, ihr geht es halt total gut. Sie hat einen Freund kennengelernt, der wahrscheinlich auch, ich sag mal, seelisch oder geistig einen kleinen Weg hat, sag ich jetzt mal so. Und sie sind jetzt 3 Jahre zusammen und ja, sie lebt jetzt halt wieder auf so wie im dritten Frühling oder wie man das sagt. Ja, und hast du heute auch noch Kontakt zu deiner Mutter? Ja, nur sporadisch, weil eigentlich möchte ich das nie, aber wegen halt Kindergeld und sowas, da muss man sich ja manchmal zusammensetzen und so. Und was machst du? Du bist jetzt 21 Jahre alt. Wie lebst du zurzeit? Was machst du beruflich zum Beispiel? Also ich habe letzten Juli 2007 meinen Hauswirtschaftsassistent abgeschlossen. Bin gelernter Hauswirtschaftsassistent und bin leider dann arbeitssuchend, weil ich möchte gerne Erzieher werden. Was möchtest du denn werden? Erzieher? Also, ah ja. Genau. Ja. Ja. Und da ist leider der Notendurchschnitt nie das gewesen. Also 1,9 und bei uns ist es so, dass man 1,4 haben muss, um dort überhaupt reinzukommen. Wie auch immer, Sebastian, ich wünsche dir, dass du deinen Weg gehen wirst. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass du im Nachhinein das so klar sagen kannst. Das hätte ja sich alles vielleicht auch noch mehr verkomplizieren können, dein Leben. Aber da war so die Notbremse gezogen, dass du dann doch noch nochmal Tritt und Fuß fassen konntest, so in deiner Pubertät und Jugend. Ja, das sehe ich genauso. Also ich bin... Also die Entscheidung, die würde ich auch nie anders fällen und ich denke mal, das werde ich auch in 40 Jahren sagen. Also,
Ja, interessant, dass du angerufen hast, Sebastian. Vielen Dank. Und wie gesagt, für deine weiteren Pläne, die du hast gerade davon gesprochen, toi, 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 alles Gute. Ja, da danke ich dir und ich finde deine Sendung super und mach weiter so. Ne? Danke, Sebastian, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt das Thema Glauben, das große Thema Glauben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ihren Glauben verloren haben oder die einen anderen Glauben, einen neuen Glauben gefunden haben. Damit Leuten, die sich in ihrem Glauben gefangen fühlen oder die wegen ihres Glaubens etwas Besonderes oder gar Extremes gemacht haben. Oder auch gerne mit Leuten, die wegen ihres Glaubens in einen großen Konflikt, wie und warum auch immer, geraten sind. Also das Thema Glauben rundherum, großes Thema, würde ich gerne morgen mit euch sprechen. Wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch per Mail rund um die Uhr, domian@wdr.de oder ruft an, morgen ab 0 Uhr, da sind die Leitungen geschaltet und um 1 beginnt die Sendung und während der Sendung könnt ihr natürlich auch anrufen. So wie heute 0800 220 50 50, heute Freithemennacht und ich begrüße ganz herzlich den Klaus und Klaus ist 55. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Klaus. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Klaus? Ja, ich möchte der Nation einfach mal mein Glück mitteilen. So, das hören wir immer gerne. Was ich gehabt habe. Ich meine, in deiner Sendung gibt's ja sehr viel Unglück und traurige Geschichten. Und mein Leben hat sich seit Samstag grundlegend geändert. Was, fangen wir mal ein bisschen, was war denn vorher los? Ja, ich habe also in den 4 Jahren davor eigentlich nur für meine Rache gelebt. Wie viele Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre hast du für deine Rache gelebt? Nur als Racheengel durch die Gegend gerannt. Warum? Was ist geschehen? Ja, ich habe also eine Beziehung gehabt zu einer verheirateten Frau mit 3 Kindern. Mhm. Und habe einfach zu spät erkannt, dass sie mich nur als Krücke brauchte. Also du warst die Affäre von dieser Frau? Ja, ich war ihr Freund, aber wie gesagt, als Freund einer verheirateten Frau mit 3 Kindern, einer essgestörten Tochter, hat man es nicht leicht. Man kommt ganz am Ende der Leiter. Ja. Also, Kinder mit Problemen sind natürlich dann, stehen zuallererst da. Und nur kurze Rede langer Sinn, die Frau diese Ex-Freundin war also total unzuverlässig, aber das wollte ich alles gar nicht sehen. Ich weiß auch nicht, was das war, ob ich da irgendwie von der abhängig war. Mhm. Diese Beziehung war dann zu Ende? Die war zu Ende? Warum? Weil ich wohl auch zu großen Druck auf sie ausgeübt habe. Also ich habe zu spät auch erkannt, dass es ein Mensch war, der einfach Stabilität brauchte. Mhm. Und ich habe sie noch mehr belastet. Also ich war in ihrer Ehe belastet, durch ihre Scheidung belastet. Und Wie lange hat diese Affäre gedauert? 4 Jahre. Ach, die Affäre hat 4 Jahre gedauert. Ich habe begonnen im Mai 04. Ich habe gerade so verstanden, dass du 4 Jahre Rache hinter dir hast. Nein, ich bin 4 Jahre von ihr getrennt. Also ja, du bist 4 Jahre von ihr getrennt und die Beziehung hat auch 4 Jahre gehalten. Genau. Ah ja, verstehe. Die Affäre dauerte 4 Jahre und 4 Jahre dauerte auch meine Trauerphase oder meine Rachephase. Ne? So, jetzt, du hast sie dann verlassen oder sie hat dich verlassen? Sie hat mich quasi, ich habe selber gemacht. Ja. Ich habe also sie dermaßen, provoziert und gereizt und die konnte auch nicht mehr. Die Frau war völlig fix und foxy. Dann hast du sie verlassen? Ja, da hat sie sich entschieden, gegen mich entschieden und hat halt jemand Neues kennengelernt, der komplett anders war. Ne, der sie hat einfach so... Okay, sie hat dich eingetauscht quasi. Genau. In jemand anderen. Und daher rührte auch dann die Rache. Genau, und in einer Beziehung vertraut man sich ja auch persönliche Dinge an und ich habe diese Dinge also... Ja, was mir heute natürlich sehr leid tut, wenn sie zuhören sollte. Aber was bedeutet denn 4 Jahre Rache? Was hast du in diesen 4 Jahren gemacht? Ja, also ich habe alles das, was sie mir anvertraut hat, quasi also in die Welt hinaus posaunt. Was heißt das? Und zwar ganz gezielt. Wie? Bei ihrer Mutter intrigiert, bei ihren Kindern intrigiert, nur um ihr zu schaden. Was heißt denn alles, was sie dir anvertraut hat? Ja, zum Beispiel, wie oft sie ihren Mann betrogen hatte während ihrer Ehe. Das habe ich dann ihrer Mutter vermittelt, die natürlich eine sehr strenggläubige Katholikin war. Wie hast du das vermittelt? Ja, ich habe einen schönen Brief geschrieben, habe sie über ihre Tochter aufgeklärt. Oh, das ist aber schäbig. Ja, war es auch. Was noch? War es auch. Zähl mal so auf. Ja, also, oder habe ihren Kindern eine SMS geschickt. Eine Tochter, die in München lebt, hat eine SMS von mir gekriegt. Hallo, weißt du eigentlich...
wieso ihr euer Zuhause verloren habt, weil eure Mutter nur rumgevögelt hat. Und das ging also, das hat nachher Form angenommen. Das war so ein Selbstläufer. Mhm. Wie alt war das Kind, dem du diese SMS geschickt hast? Die Tochter, die mich eigentlich sehr mochte, 22. 22, ja. War sie damals, oder ist heute 24. So, jetzt schreibt man einen so einen Brief, man macht eine SMS. Aber 4 Jahre lang, da hast du gar keinen Stoff mehr. Was hast du in diesen ganzen 4 Jahren denn gemacht? Ich hatte unheimlich viel Stoff von diesem Menschen. Der Mensch hat mich also dermaßen viel anvertraut, dass ich also schier unerschöpflich konnte ich aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, du hast 4 Jahre irgendwelche Briefe an Angehörige geschrieben, zum Beispiel? Oder hab sie bei ihrem Arbeitgeber schlecht gemacht. Und das war also ein ganz furchtbarer Zustand eigentlich. Ne? Und ich weiß nicht, wie es plötzlich kam, dass ich halt jetzt seit Samstag völlig anders denke. Mhm. Ja, diese Zeit, jemanden. Lass mich nochmal fragen, bevor wir jetzt auf die schöne Geschichte kommen, weil das klingt ja schon schockierend, wenn man 4 Jahre, das ist ja wie ein Stalker. Du hast dich verhalten wie ein Stalker. Ja, Stalking würde ich nicht sagen. Also ich habe die nicht belästigt, ich habe sie nicht bedroht, gar nichts. Mhm. Ich habe einfach nur das, was man mir anvertraut hat, gegen sie benutzt, auch sie vielleicht, um sie zu zwingen, nochmal zu einem letzten Gespräch, was ja völliger Humbug ist. Wahrscheinlich wolltest du ihr nur schaden, weil du, wie du gerade sagtest, auch schon Rachegelüste hattest. Nein, also ja, ich war total tot. Ich war tief verletzt, dass ich eingetauscht wurde gegen so einen alten Hengst, der ein Stück älter ist als ich. Ja, ne? Was zum Beispiel hast du denn an den Arbeitgeber geschrieben über sie? An den Arbeitgeber habe ich gar nichts. Doch, an den Arbeitgeber habe ich geschrieben, dass sie gestohlen hätte im Geschäft und so weiter. Also, das ist aber schon sehr schlimm. Was ist denn aus all diesen seltsamen Briefen geworden? Welche Wirkung hatten diese Briefe? Auf die Gegenseite? Ja. Ja, die Frau, die war so durch den Wind, die hat dann eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirkt und hat dann also auch den großen juristischen Fehler begangen in dieser einstweiligen Verfügungssache, wo sie natürlich auch vom Anwalt belehrt wurde, die Wahrheit zu sagen, hat sie gelogen. Ein Freund von mir, der Richter hier am Landgericht ist, der sagte dann zu mir, also du musst dich dagegen wehren und Also wollen wir den Spieß nicht rumdrehen, dass sie jetzt wieder die Schuldige ist. Also es gab eine einstweilige Verfügung, also das heißt, die Behörden waren eingeschaltet. Die Behörden waren eingeschaltet und die hat dann komplett das Ganze zurückgezogen, weil sie auch nachweislich die Unwahrheit gesagt hat. Ja. Hat sie sehr strafbar gemacht. Was ist denn, okay, lass uns nicht über sie reden, lass uns über dich reden. Ja. Hat sie ihre Arbeitsstelle denn behalten? Ja, die hat sie behalten. Jetzt also da muss ich sagen, da war auch eine große Solidarität. Schlimm war eigentlich nur, dass ich mir auch den guten Eindruck, den ihre Arbeitskollegen von mir halt natürlich auch kaputt gemacht haben. Das heißt, du hast dich wirklich 4 Jahre, ich sag's jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz vulgär, wie ein Schwein verhalten. Ja, das kann man so sagen. Kann man so sagen. Wenn man 4 Jahre, damit hast du ihr geschadet und natürlich leider hast du dir ja auch sehr geschadet. Ja, natürlich. Weil Rache frisst einen Menschen total auf. Ja. Total. So, jetzt ist irgendwas Besonderes passiert, dass du anders denkst. Was ist passiert? Ja, ich wollte nur kurz was zu deiner Rache sagen. Sehr gern, ja. Es gibt so einen schönen Satz, wenn man zu lange in der Vergangenheit verweilt, stirbt man jeden Tag ein wenig mehr. Ja, richtiger Satz. Und das habe ich plötzlich erkannt, habe ich gedacht, so jetzt Schluss mit diesem alten Kack. Und ich bin schon in einem gewissen Alter, wo ich mir das einfach gar nicht mehr leisten kann, noch die nächsten 10 Jahre auch noch, ne? Zu verplempern. So zu agieren. Mhm. Und habe mir die letzte Wochenendausgabe der hier unserer Tageszeitung hier in Münster habe ich mir dann geholt und mir sprang da gleich eine Anzeige ins Auge. 50 Jahre Akademikerin und eine Kontaktanzeige. Ja, genau. Ja. Bekanntschaftsanzeige. Ja. Jemanden für einen liebevollen Neuanfang. Und das, ich suche ja auch einen liebevollen Neuanfang und nicht irgendwie, ne? Ja. Wollte ich auch nicht mehr leben. Und und ich kann wirklich sehr gut antworten auch auf eine Anzeige und habe auch diesen Satz, den ich gerade zitiert habe, mit in der Vergangenheit verweilen, auch als Einstich benutzt. Mhm. Und schon hat der Fisch angebissen. Ja, erstmal dauert es ja ein paar Tage auch durch den Poststreik. Dann denke ich, Mensch, die Alte, die ruft ja gar nicht an. Ich war schon völlig genervt, habe alles in die Tonne gekloppt, die Zeitung. Und in dem Moment, wo ich wirklich gedacht habe, mein Gott, schon wieder, hast du voll daneben, klingelt das Handy und da war sie dann dran. Und ihr habt euch jetzt schon gesehen? Ja, das erste Telefonat gleich 1,5 Stunden. Nicht schlecht. Samstag. Das heißt, man hat sich viel zu erzählen? Ganz genau, sie und mir. Also wir waren auch gleich seelenverwandt. Ja. Und dann am Samstag um 18 Uhr getroffen
um 9 Uhr auseinandergegangen. Mhm. Das waren auch schon 3 Stunden. Ja. Und dann ist ja die Frage nach so einem Date. Ja, genau, das ist entscheidend. Und auch die Frage, wie findest du den Arsch, mit dem du dich da getroffen hast? Mhm. Möchtest du den nochmal wiedersehen? Mhm. Ne? Ja, und dann werde ich angelächelt und ja, natürlich. Und diesmal habe ich aber nicht den Fehler gemacht, dass ich die Gegenseite unter Druck gesetzt habe und bin sofort nach 24 Stunden schon wieder, wer weiß wie, aufgelaufen und aktiv geworden, sondern... Du hast sie kommen lassen. Garten beim Fensterputzen, bei dem schönen Wetter. Ja. Ne, bekomme ich, also klingelt das Handy und was passiert? Sie ruft mich an und sagt, ich will dich morgen sehen, 3 Uhr. Ja, das ist doch toll. Ne? Das klingt ja, doch gut. Also Klaus ist verliebt. Ja. Total. Unser Klaus ist verliebt. Hast du ihr denn schon eine Andeutung von deiner finsteren Vergangenheit gemacht? Nein, das werde ich auf keinen Fall. Nee. Also den Fehler habe ich mal gemacht in dieser vorherigen Beziehung mit einer alten Geschichte, die davor war. Mhm. Und das ist dann auch gegen mich verwendet worden. Ich meine, ist klar, wenn ich den anderen natürlich entsprechend... Also Klaus, weißt du, ich gönne es dir von Herzen. Und es ist sicher vielleicht eine wunderbare Fügung, dass du jetzt diese Frau kennenlernst. Aber versuche unbedingt aus dem zu lernen, was du in den letzten 4 Jahren falsch gemacht hast. Ich vermute mal, dass das ein tief eingebrannter Charakterzug bei dir ist, wenn du 4 Jahre eisern so etwas durchziehst. Und in deinem Alter ist es schwer, sich zu korrigieren. Je älter man wird, desto schwieriger ist es, sich zu korrigieren. Also ich habe ja auch damals die Chance genutzt und ich gefiel mir ja in dieser Racherolle auch nicht und habe auch therapeutische Hilfe gesucht bei dem ich früher schon mal war. Ja. Und ich denke, es hat auch irgendwo was gebracht, weil, weißt du... Ja, das merken wir erst, wenn jetzt eine ganze Weile vergangen ist und so etwas nicht wieder aufkommt. Auch nicht, wenn es, was wir nicht hoffen wollen, auch wenn es jetzt zu Komplikationen in dieser neuen Verbindung kommen sollte. Darüber wollen wir gar nicht reden, das ist ja ganz frisch und ganz zart. Nee, aber vor allen Dingen auch, wie viel Kraft man so lässt, ne? In 4 Jahren. Unglaublich! Du verbrauchst deine kostbare Energie für nichts, für absolut gar nichts. So, jetzt gratuliere ich zu den neuen Entwicklungen. Und man soll ein zartes Pflänzchen ja behutsam behandeln, wollen wir gar nicht so viel drüber reden. Hoffen wir ganz einfach, dass es wächst, so gedeiht. Und lass die Finger bloß weg von deiner alten Geschichte. Also ich finde das einfach schön, mit 55 Jahren noch Schmetterlinge wieder im Bauch zu haben. Ja, das war wunderbar. Ja, finde ich auch. Ganz toll. Ich gratuliere und wünsche viel Glück. Ja, und dir möchte ich sagen, also ich bin seit über 10 Jahren schon dein treuer Kunde. Aha. Und super. Mach weiter so, Jürgen. Ich danke dir. Danke dir herzlich, Klaus. Alles Gute. Jo, tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit Jason. Jason ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Jason. Hallo, ich grüße dich. Weswegen rufst du an? Ja, weswegen rufe ich an? Das kann ich schlecht irgendwie so erzählen. Das Problem von mir ist, dass ich ohne Kokain keinen richtigen Sex mehr machen kann, beziehungsweise mich halt nicht mehr so entspannen kann, weil ich halt teilweise Fantasien habe, die ich gar nicht mehr im normalen Zustand ausleben kann, wofür ich mich vielleicht schämen würde. Oder schlimme Entwicklung, ne? Wie bitte? Ich sage, ist eine schlimme Entwicklung. Wenn man nur, wenn du nur geil wirst mit Koks, ist ja nicht so dolle. Erzähl mal ein bisschen, du bist Kokser. Ja, was heißt Kokser? Also so extrem mache ich das jetzt auch nicht mehr. Aber wie viel nimmst du, wie viel konsumierst du denn so im Monat oder in der Woche? Ja, gut, in den letzten 2-3 Monaten habe ich es 2-3 Mal die Woche gemacht. Ja, schon. Und wie viel immer? Ja, so 1-2 Gramm. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Nur ist das Zeug ja auch teuer. Wie finanzierst du das? Ja, gut, ich krieg's hinterhergeschmissen. Also, ist das jetzt nicht für mich, ne? Wer schmeißt das dir denn hinterher? Ja, ich kenne halt einige Leute, die es halt recht günstig verkaufen. Die was? Die? Die das halt recht günstig verkaufen. Und dann kriegst du es auch recht günstig? Dann krieg ich es auch recht günstig. Was machst du vom Beruf? Ja, was machst du für einen Beruf? Ich arbeite als Kaufmann. Ja. So, jetzt hast du, oder machst du irgendwelche krummen Sachen auch? Nein, ich mache keine krummen Sachen. Also ich arbeite rein als Kaufmann und... Nee, ich meine, um dir das Koks irgendwie billiger zu besorgen. Nein, gar nicht. Nein. Also ich habe damit nichts zu tun. Wie lange konsumierst du schon Koks? Wie viele Jahre? Oh, ich habe es früher mal jahrelang gemacht. Dann hatte ich halt Pause gemacht, eine Therapie gemacht und... So schlimm war es schon, dass du eine Therapie hast machen müssen? Ja, so schlimm war es, aber das hing auch mit anderen Faktoren zusammen. Das ging damals noch nicht so um Sex. Was war das für eine Therapie? War das eine generelle Psychotherapie oder ging es um eine Drogenentzugstherapie? Nein, das war eine richtige Drogentherapie. Ah ja. Und die hatte ich dann halt damals gemacht, weil ich halt noch andere Probleme gehabt habe und die erstmal weg mussten und
Ja, dann, weil früher habe ich es extrem jeden Tag gemacht und da habe ich schon 2, 3, 4 Gramm. Pro Tag? Gemacht. Pro Tag, ja. Jetzt habe ich noch keinen richtigen Überblick, wie viele Jahre insgesamt du gekokst hast schon. Oh, ja, 10 Jahre. 10 Jahre? 10 Jahre. Und, wie lange ist das her mit dieser Therapie, mit dieser Drogentherapie? Ja, das ist ein Jahr her. Ein Jahr her. Und danach war es erstmal eine Weile gut oder bist du sofort wieder drauf gekommen? Nee, danach war es eine Weile gut und ja, dann fing es halt an, dass ich dann halt mal wieder einige Mädchen kennengelernt habe. Ja. Ja, die halt so auch partytechnisch drauf waren, die halt auch Drogen genommen haben und das dann halt mit mir gemacht haben. Und ja, da konnte ich mich halt schon entspannen. Ich hatte das früher ja auch gemacht, so war das nicht. Nur irgendwann hatte ich mir dann mal ein Limit gesetzt und gesagt, hey, das geht nicht mehr. Mhm. Nur ich habe dann halt irgendwann gemerkt, hey, es fehlt irgendwas, dass ich das doch irgendwie brauche, um zu entspannen. So, und jetzt erklär mir das mal genau in Sachen Sexualität. Wieso brauchst du Koks für guten Sex? Erklär's ja, mal. Wie soll ich das beschreiben? Ich schäme mich ja auch irgendwie dafür, ne? Also für die Sachen, die ich mache. Aber ich bin halt auf eine Art und Weise recht dominant und aber auch teilweise devot. Und ich mag es halt gerne, wenn es halt auch etwas härter beim Sex zugeht. Mhm. Und ja, das traue ich mich halt nur, wenn ich das nehme. Also zumal habe ich auch mal eine Freundin gehabt, die hat mich halt darauf gebracht. Halt ganz früher, da konnte ich gar nichts machen, da war ich absolut schüchtern und ja, durch den... Also die Sexualität, die du lebst, ist so eine Art SM-Sex? Wenn man so sagen kann, ja. Ja. Jetzt nicht immer, aber es läuft halt schon etwas auch in der Richtung auf. Ja. Wenn du vorher kein Kokain nehmen würdest, was wäre dann? Dann könnte ich mich gar nicht so trauen, überhaupt so meine Neigung auszuleben und dann wäre ich sexuell absolut nicht ausgeführt, also unerfüllt, also unbefriedigt. Regt die Droge dich auch zusätzlich an? Das heißt, macht die dich geiler? Die macht mich wesentlich geiler, ja. Mhm. Weil wenn, ich erzähle jetzt zum Beispiel mal eine Sache, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Sex habe oder so, weil ich weiß auch gar nicht mehr weiter, was ich da machen soll, aber dann bin ich teilweise zu Hause, dann ziehe ich mir da 1 Gramm weg und befriedige mich teilweise 10, 11 Mal die ganze Nacht und das macht mir dann schon irgendwie Sorgen. Hast du denn jetzt gerade vor unserem Gespräch auch gekokst? Nein, das letzte Mal war gestern. Ja, nun hört man ja immer wieder von Koksern, dass die zwar extreme Euphorien erleben, aber genauso schlimm danach abstürzen und in ein schwarzes Loch absinken. Ist das bei dir auch so? Ja, teilweise manchmal. Nicht immer. Also manchmal kann ich schon noch irgendwie kontrollieren, aber ja, in letzter Zeit, die letzten 2 Monate sind schon recht heftig bei mir gewesen. Mhm. Ja, bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, gar nicht. Hast du Freunde? Ja, wenige. Mhm. Also ich habe mich von den meisten Freunden ja auch alle getrennt und Kannst du selbst beurteilen, was in all diesen Jahren die Droge mit dir gemacht hat? Die Droge, die hat mich schon etwas verändert. Ne? Also ich bin auf eine Art und Weise auch ein bisschen gefühlskalt dadurch geworden. Mhm. Ja, ich kriege einiges auch nicht immer so im Griff, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Beziehungsweise, ja, ich merke auf jeden Fall schon einige Veränderungen. Ja. Und ist ja nicht so, ich hatte ja auch früher damals schon Kokain konsumiert, weil es ja noch um andere Dinge ging. Ich hatte ja auch noch andere Probleme und die sind weitaus wesentlich schlimmer gewesen als jetzt und also seelische Probleme? Ja, seelische und psychische Probleme. Damals? Damals, ja. Teilweise sind die jetzt auch noch, aber... Sag mal ein Stichwort. Ja, was ist ein Stichwort? Ich sag mal so, ich bin... ich hab Sex für Geld gemacht. Du hast Sex für Geld gemacht? Genau. Und das auf ziemlich hohem Niveau, das heißt teilweise mit Leuten, die aus der Film-Fernsehbranche und so kommen. Und das war damals, das ist heute nicht mehr so. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, du hast dich prostituiert. Genau. Ja. Aber das ist halt damals ein Zeitpunkt gewesen. Wie lange? Ich hatte halt auch einen sehr hohen Lebensstandard, weil ich halt sehr viel Geld gewinnt bin. Und ja. Wie lange hast du das damals gemacht? 12, 13 Jahre. So lange? Ja. Mein Gott, du bist 27 jetzt. Ich weiß, ich bin da recht früh reingerutscht mit 14. Mm. Mit 14 schon? Wie bitte, ja, mit 14. Mit 14 Jahren. Du hast mit 14 Jahren schon als Stricher gearbeitet? Was heißt
was als Stricher würde ich nicht sagen. Ja, okay, nennen wir es wie auch immer. Abwertend, finde ich, aber ja, gut, also, ich habe halt zu dem Zeitpunkt damals schon Leute kennengelernt, die mich halt nett gefunden haben, die halt sehr, sehr wohlhabend waren. Und mit denen hast du Sex gehabt? Mit denen habe ich Sex gehabt, ja. Ist ja auch nicht so gewesen, dass ich davon abgeneigt gewesen bin. Ne? Also, ich habe die jetzt nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, wie andere Leute vielleicht auf dem Straßenstrich oder so kennengelernt. Ja. Und so ein Niveau habe ich mich ja gar nicht gefunden. Ist es richtig, wenn ich sage, du nutzt die Droge nicht mehr, sondern die Droge benutzt dich? Genau. So würde ich es beschreiben. Mensch, Jason, du erzählst mir hier von einer wirklich fulminanten Drogenkarriere mit allem drum und dran. Du hast wahrscheinlich mir jetzt nur ein paar kleine Aspekte nur genannt. Ja. Das ist mir völlig klar, dass du auf dem Zahnfleisch gehst und dass das auch immer schlimmer wird. Das Problem ist ja, ich habe viele Dinge ja in den Griff gekriegt und. Ja, aber du bist wieder rückfällig geworden. Diese Droge macht. Ich bin ja nur auf Sex und ich habe einfach Angst, dass ich vielleicht überhaupt in meinem weiteren Leben, weil ich halt teilweise auch Fantasien habe, die mich sehr anregen und andere vielleicht jetzt als komisch oder so bezeichnen, dass ich diese Fantasien gar nicht in einem normalen Zustand oder so ausleben kann, weil ich mich einfach nicht traue, mich fallen zu lassen. Aber ich glaube, dass die Thematik Sexualität und Kokain nur ein Aspekt deines Problems ist. Es gibt kaum eine persönlichkeitsverändernde und seelisch zerstörendere Droge als Kokain. Du gehst vor die Hunde, wenn du so weitermachst. Du wirst keine 40 mehr. Oder du wirst vielleicht 40 und bist ein Wrack. Es können Psychosen ausgelöst werden, es kann alles Mögliche geschehen. Ja, das weiß ich. Das muss ich ja wahrscheinlich alles gar nicht erklären. Ich glaube, in so einem Fall, wie du es mir jetzt geschildert hast, hilft nur die Radikalkur. Das heißt, nochmal in die Klinik gehen und aber wirklich radikal auf alles zu verzichten, was mit Drogen. Aber Domian, ich kenne das doch alles. Ich kann auch nicht mit dem Psychologen und dem Psychiaterin darüber reden und sagen, ich habe ein Sexproblem, ich kann nur noch Sex machen, die und die Praktiken, wenn ich das nehme und mich nicht mehr fallen lasse. Ja, hör mal. Warum das denn nicht? Also, weil ich mich einfach schäme dafür. Ja, du hast es mir doch auch erzählt jetzt. Ja, mein Gott, gut. Weißt du, wenn du mit einem erfahrenen Drogentherapeuten es zu tun hast und an den musst du auch gelangen, der kennt die Storys doch. Du bist doch nicht. Mann, würde ich eh niemals über meine. Wenn, dann würde ich nur mit einer Therapeutin darüber reden. Ist ja völlig wurscht. Eine Ausnahme, dass ich mit dir darüber rede, weil ich weiß halt, dass du ziemlich viel. Ja, das ist auch egal. Gut, dann würdest du es bei einer Frau machen. Aber die kennen das doch. Du bist doch nicht ein Einzelfall. Das ist doch nichts Exotisches, was du da erzählst. Was weißt du, wie viele, die drauf sind, genauso solche Problematiken haben oder solche Erfahrungen haben? Es hilft nur eine radikale Abkehr. Nur so wirst du es schaffen, ein relativ normales Leben wieder zu führen. Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, also, dass ich da irgendwie keine Ahnung davon, dass ich das jeden Tag brauche oder dass ich davon abhängig bin. Ja, du kannst nicht ohne Kokain leben. Nein, ich kann keinen Sex mehr ohne Kokain machen. Das reicht ja schon aus. So, das ist für mich jetzt schon ein pathologischer Befund, also ein Krankheitsvorfall, ein seelischer Krankheitsvorfall. Wenn du das so sagst. Und wenn wir beide noch intensiver reden würden, sagst du auch, ich finde es auch sowieso cool, ab und zu das Zeug zu nehmen. Nicht nur auf den Sex bezogen, sondern generell ist es schon für dich, gehört das zum Leben dazu. Und du hättest einen Horror davor, wenn du jetzt wüsstest, die nächsten 3-4 Jahre bekommst du kein Gramm Koks, kein Körnchen mehr. Hättest du Horror? Ja, es wäre vielleicht schon schwer, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, andere Alternativen, wo man ausweichen kann. Nämlich? Man kann sich mit Sport beschäftigen, durch Job, durch andere Dinge, durch Freizeitaktivitäten. Ja, natürlich, klar. Ja, sicher, klar. Es geht ja spezifisch um dieses Sexproblem, dass ich dieses Sexproblem, auch, ich sag mal so, auch wenn ich das jetzt nicht nehmen würde, habe ich das Problem. Ich kann wirklich von heute auf morgen sagen, ich habe es schon mehrmals gemacht und auch monatelang oder so, auch teilweise ein bisschen länger das nicht genommen, aber es geht ja eigentlich nur um den Sex, dass ich teilweise solche Gedanken habe, wofür ich mich schäme, dass ich einfach Kann das nicht beschreiben. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir reden darüber, dass du diese Art von Sexualität, die du lebst, die so in den SM-Bereich reingeht, dass du dich nicht wagen würdest, die zu leben ohne Kokain. Genau, beziehungsweise, dass ich mich halt auch ziemlich dafür schäme, dass ich solche Neigungen habe. Ja, finde ich nicht, dass man sich dafür schämen muss.
Wieso findest du nicht, dass man sich davor redet? Weil es 100.000 Menschen gibt, die genau sowas machen und das gut finden. Und wenn du deinen entsprechenden Partner findest, ist das doch alles okay. Ja, aber das ist ja das Problem. Find da erstmal jemanden. Na ja, gut, also ich muss dir, glaube ich, jetzt nicht sagen, wie man in diesen Szenen sich Kontakte verschafft. So, lange Rede, kurzer Sinn, Jason. Das Problem ist das Koks, nicht der Sex. Das Problem ist das Kokain. Und ich sage dir von meiner Einschätzung heraus, dass du nur eine Chance hast auch für ein vernünftiges Leben inklusive Sex, wenn du radikal von der Droge wegkommst. Du hast 1000 Sachen wahrscheinlich schon hinter dir und gemacht und überlegt. Dennoch möchte ich dir noch eine Fachberatung jetzt anbieten. Okay. Ja? Von meiner Psychologin. Eine Frau. Ist hier ganz angenehm. Ja. Die heißt Simone und die würde dich jetzt gleich nochmal anrufen, wenn wir das Gespräch beendet haben. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gut, ich dir. Jason, ciao. Ciao. Hier ist Nadine, 19. Guten Morgen. Moin. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, also, über was reden wir? Ja, wir reden darüber, warum das Thema Prostitution so verpönt ist. Ja. Weil ich bin selber im Milieu tätig oder begleite das, besser gesagt. Und wenn man das jemandem sagt, weil ich bin immer offen und ehrlich damit, was ich tue. Lass mich gleich fragen, 19 Jahre alt, wie lange bist du im Milieu tätig? Also ich habe knapp vor meinem 18. Geburtstag angefangen. Also ein gutes Jahr. Nee, ich werde ja dieses Jahr noch 20, also sind es schon fast 2. Okay, ja. Also und man erntet immer wieder recht merkwürdige Blicke, sag ich mal. Oder wird in Kategorien geschoben wie Schlampe etc. Ja. Und ich möchte einfach mal damit sagen, dass dieser Job eigentlich mal als normaler Job anerkannt werden sollte und nicht immer so, ich sag mal, in die unterste Schublade gesteckt werden sollte. Was hat nicht unbedingt was mit Intelligenz meiner Meinung nach zu tun. Überhaupt nicht, nein, finde ich auch. Sondern es ist einfach, erstens natürlich der Verdienst, den hat man, glaube ich, in keinem anderen Job. Ja. Also da müsste man, glaube ich, schon Top-Manager sein, um auf dieses Gehalt zu kommen. Mhm. Erzähl mir doch mal ein bisschen, wie du mit deinem im zarten Alter da von knapp 18 dann da reingekommen bist. Wie hat sich das ergeben? Oh, wie bin ich da reingekommen? Also ich bin mit 14 von zu Hause ausgezogen. Mit 14? Mit 14, habe seitdem auch Kontakt mehr zu meinen Erzeugern. Also mehr sind sie für mich auch nicht mehr. Kein Kontakt mehr? Nee, möchte ich auch nicht. Also dem traue ich auch nicht nach. Wo bist du mit 14 hingegangen? Ich habe damals einen Ex-Freund gehabt, der direkt auf dem Kiez gewohnt hat. Also Reeperbahn ging. Und gut, da habe ich noch nicht gearbeitet. Da habe ich erstmal normal nebenbei gejobbt, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und der Freund war aber schon wesentlich älter als du? Ja, vermutlich. 27. Ah ja. Und du warst 14? Ja, aber ich hatte immer so in dem Alterskreis Freunde. Also ich konnte nie was irgendwie mit anderen Gleichaltrigen anfangen. Ich glaube, ich hätte mit 14 zum 18-Jährigen gesagt, tut mir leid, Junge, bisschen zu jung für meinen Geschmack. Weil ich hatte nie dieses Bedürfnis, irgendwie auf Jungs zu stehen, sondern bei mir waren es immer Männer, was gefragt war. Hat aber nichts mit dem Papa-Komplex oder so zu tun. Lag mir jetzt auch fern, das da hinein zu interpretieren. Das höre ich immer, wenn ich irgendwie 18-Jährigen eine Abfuhr gebe, du hast ja einen Papa-Komplex. Naja, okay. So, dann bist du auf den Kiez gezogen schon in dem Alter. Und ja gut, dann gab es ja schon eine räumliche Nähe quasi zu dem Milieu. Dein Freund, hatte der auch irgendetwas damit zu tun? Nein, also da gar nicht. Nur natürlich, man sieht es und man lernt dann dementsprechend auch ein paar Leute kennen, die da ein bisschen mehr mit zu tun haben. Sprich, wenn man in Diskotheken geht etc. Bist du angesprochen worden von irgendjemandem? Hier, hast du Lust, möchtest du machen? Ich bin einmal angesprochen worden. Gut, ich habe mir das Ganze brav angehört, habe auch gesagt, nee, das möchte ich nicht. Also ich habe nie für jemanden da in dem Sinne gearbeitet. Wie hast du denn früher über Prostituierte gedacht? Also ich habe nie in dem Sinne schlimm über sie gedacht, weil ich sag mal so, ich habe das immer so gesehen, wenn es diese Frau nicht geben würde oder diesen Beruf nicht geben würde, wie viel Vergewaltigung hätten wir. Weil ich sag mal, das Klientel, das sind wirklich Männer, wo man denkt, optisch, okay, die kriegen real in der Regel keine Frau ab. Ja, okay. Dann hast du dich dazu entschieden und hast gesagt, okay, ich will da auch rein und will es ausprobieren. Genau, also ich bin damals zwar über einen guten Bekannten oder Ex-Freund, mit dem war ich nachher zusammen reingerutscht, habe aber nicht für ihn gearbeitet. So, und ich habe es danach nochmal auf einem soliden Wege versucht. Also ich denke mal, kannst du dieses Sprachniveau auch solide und solide. Ja, also solide heißt, du wolltest eine Lehre machen oder was? Solide oder normalen, soliden Job nachgehen. Ja. Oder sowas. Habe ich noch einmal versucht, aber
ich sag mal, ich hätte noch zwei Jobs gehabt, aber ich kann nicht von 1200 Euro oder so im Monat mehr leben. Das sagst du jetzt, erstmal, wie viele Leute mit noch viel weniger leben. Ja, ich könnte es nicht. Du könntest das auch. Ich wollte es aber auch nicht wollen, weil ich sag mal... Wie viel verdienst du denn netto auf die Hand im Monat? Also netto ist sowieso immer netto, weil ich keine Steuern zahle. Müsstest du eigentlich auch. Müsste ich eigentlich auch, aber ich sage, ich habe damals meine Steuern gezahlt, bin arbeitslos geworden nach 11 Monaten und habe kein Cent vom Staat gekriegt. Wie viel verdienst du denn im Monat? Im Monat habe ich nie so wirklich überschlagen. Also wenn ich arbeite, sind das 500-600 am Tag. 500-600 am Tag? Ja, nur ich bekomme auch... Eine ganze Menge. Ja, ich sage, ich lege mein Geld lieber privat an. Was machst du mit dem vielen Geld? Legst du es wirklich an oder lebst du auch auf großem Fuß? Natürlich lebe ich auch. Also ich lebe sicherlich luxuriöser als einige andere Leute. Was für ein Auto fährst du? Ich habe noch gar keinen Führerschein. Ach so, du hast keinen Führerschein. Ach so. Bin ich jetzt zwar am Überlegen, ob ich ihn mache. Ja. Aber es sind auch Sachen, ich sag mal Klamotten, lege ich viel Wert drauf. Ja. Würdest du für dich jetzt sagen, du bist jetzt 2 Jahre ungefähr in dem Geschäft drin, dass du das wirklich so als ganz normalen Beruf und Job hin... Also ich lege da kein Gefühl rein, auch von daher. Ja. Ich habe immer die Grenze zwischen Privatleben und dem gehabt. Ja. Jetzt sehe ich ja gerade auf meinem Bildschirm Nadine, hier steht ja immer der Name und das Alter meiner Anrufer, hier steht Nadine 19 und hier leuchtet jetzt in Klammern plötzlich auf plus Freund. Nee, der wollte aber nichts dazu sagen. Ach so, also aber es gibt einen Freund. Es gibt einen Freund, ja. Was sagt denn dein Freund dazu, dass du als Hure, als Prostituierte arbeitest? Also er kann das akzeptieren. Er wusste das von vornherein. Du hast gleich mit offenen Karten gespielt? Ich spiele immer mit offenen Karten. Das ist das, was ich angesprochen habe, wo man dann, ich sag mal, viele merkwürdige Blicke erntet. Mhm. Das heißt, bevor wir auf den Freund zurückkommen, was heißt, du spielst immer mit offenen Karten? Du sagst jedem, wenn es irgendwie passt, ich arbeite als Prostituierte. Wenn darauf zu sprechen kommt, ja, ich erzähle jetzt nicht, ich bin Bürokauffrau oder so. Ja. Du, was sagst du? Ich bin Hure oder was sagst du? Wie drückst du es aus? Ich drücke es nobler aus. Ich sage, ich arbeite als Escort-Dame oder Escort-Lady. Okay, da wissen natürlich alle Leute Bescheid, die so ein bisschen sich in der Szene auskennen. Wie sind die Reaktionen der Leute? Die Reaktionen sind halt geteilt. Die einen akzeptieren, sie sagen, sie haben Respekt davor, dass eine Frau sowas macht, dass sie offen dazu steht. Mhm. Und die anderen stempeln halt als in Kategorien ab wie Schlampe oder... Mhm. Ja, es ist natürlich so, Nadine. Das ist das älteste Geschäft der Welt, wie man immer so sagt. Das älteste Gewerbe der Welt, ja. Genau. Ihr Mädels steht so im Ansehen ganz unten. Andererseits bedient sich die ganze Gesellschaft eurer Dienste. Ne? Ja. Es gibt ja aus allen Schichten Kunden, die zu euch kommen. Ja, wobei ich natürlich irgendwie dadurch, dass das Preisniveau etwas höher liegt. Also bist du in der Oberschicht vertreten, genau? Ja. Bei der feinen Gesellschaft, die euch auch eben bucht und nutzt. Und du hast auch völlig recht. Also ich habe auch eine ganze Menge Mädels schon im Rahmen meines Buches kennengelernt, die in dem Gewerbe arbeiten. Das waren tolle Frauen, das waren intelligente, sensible Frauen. Also bei mir lost er da offene Türen ein, gar keine Frage. Ja, es ist einfach so, es sollte einfach... anerkannt werden langsamer. Mhm. Aber so ein bisschen hat sich das ja schon entwickelt, ne? Gegenüber, was man so von früher weiß, oder wenn ich mich so erinnere an früher, da waren so Prostituierte wirklich das allerletzte. Heute ist es schon so ein bisschen eher angesehen als früher, sagen wir es so. Ich weiß es nicht, also ich habe nicht das Gefühl. Doch, dann gab es auch mal diese, wie hieß sie denn noch, aus Hamburg, diese etwas ältere Prostituierte, so eine etwas dickere, die immer im Fernsehen auftrat. Weißt du nicht, wen ich meine? Nee, leider nicht. Schade, mir fällt es jetzt gar nicht ein. Die ja auch eine große Sympathie überall genossen hat. Und da war das auch völlig normal, dass sie halt von ihrem Job so erzählte. Und man hat sie in hoch ehrenwerte Talkshows eingeladen. Und ich glaube, mittlerweile lebt sie in der Eifel auf einem Bauernhof irgendwo. Ich habe sie neulich nochmal im Fernsehen... Ja, bei dem Job ist halt das Ding zurücklegen. Und ich möchte mich Ende des Jahres auch mit einer eigenen Begleitservice-Agentur selbstständig machen. Ach, das sind deine Pläne? Das sind meine Ziele, ja. Also ich möchte den Job nicht lebenslänglich machen. Ja. Wie lange planst du? Ich meine, das ist sehr schwer zu sagen. Bis Ende des Jahres und dann möchte ich meine eigene Agentur haben. Ach so, eigene Agentur heißt, du willst es selbst gar nicht mehr machen, sondern du bist die Chefin, du organisierst. Ich organisiere, ich vermittle praktisch. Ah, so, verstehe. Also da schlummert auch eine Geschäftsfrau in dir. Ja, also ich denke geschäftlich. Dein Freund, ich möchte auf deinen Freund zurückkommen. Wie ist das, wenn du mit deinem Freund schläfst? Hast du Spaß? Also, ich sag mal, im Job, ich habe in der Regel selten, sehr, sehr selten Sex. Weil, ich sag mal, es gibt natürlich Methoden, Männer hinters Licht zu führen.
Ich habe es gibt Methoden? Männer hinters Licht zu führen. Erzähl mal eine Methode. Sagt ihr Falle schieben etwas? Nee, ich ahne, dass das irgendwas Schweinisches jetzt ist. Falle schieben, nee. Also ich sag mal so, der Mann denkt, er hat Verkehr, hat er aber nicht. Ist einfach, ich sag mal, Position Frau oben, nur verkehrt rum. Ja. Das heißt, mit dem Rücken zum Mann. Ach so. Du musst ihn oben ein bisschen ablenken. Gummi rauf vorher natürlich. Gleitet er an die Hände und dann schön mit der Hand das machen. Ich verstehe. Also da gibt es ja schon viele Tricksereien, dass es gar nicht zum wirklichen Geschlechtsverkehr kommt. Genau. Ja. Aber dann greife ich natürlich auch zurück. Und wenn das so weit kommen sollte, was eigentlich im Regelfall bei 2% der Fall ist, ja. Dann ist das für mich auch kein Zeug, das heißt, es reinstecken mit viel Gleitgel ohne jegliches Empfinden meinerseits. Aber es ist immer mit Gummi, es ist immer ja, geschützt. Natürlich. Ja. Dennoch, du hast den ganzen Tag, zumindest deine ganzen Arbeitsstunden, es mit Körpern und Sexualität zu tun. Ich arbeite für meine 500-600 Euro 3 Stunden maximal am Tag. Okay, aber du hast es dennoch viel mit Männern zu tun, Sexualität. Macht dir der Sex mit deinem Freund Spaß? Ich habe mit meinem Freund nur wirklich Sex. Das andere ist kein Sex für mich. Ach, das nennst du gar nicht Sex. Das ist, nein, das ist reinstecken mit Gleitgel maximal. Wenn das überhaupt dazu kommt bei den 2%. Und dein Freund, fragt der dich schon mal so, wie war das jetzt? Was ist heute passiert? Mit wem hast du was gemacht? Also ich rufe ihn auch mal danach an und sage, ja, den habe ich jetzt schon wieder über den Tisch gezogen. Ja, also das ist alles, alles ganz, ganz locker und... Ja, ohne Probleme. Es muss so sein in der Beziehung, das ist eine Vertrauensbasis. Ich sag mal, als Frau, du könntest auch so eine Beziehung, sag ich mal, nicht mit einem 19-, 20-Jährigen führen, weil die sind im Kopf. Wie alt ist denn dein jetziger Freund? Der ist 29. 29. Was macht der vom Beruf? Der arbeitet im Fitnessstudio. Ah ja, also was ganz anderes und nichts mit dem Milieu zu tun. Nein. Nee. Also dir lag es viel daran, einfach ein Plädoyer zu sagen, dass das ein Job ist, dass man das auch gesellschaftlich mehr anerkennen sollte, weil eben so viele auf eure Dienste zurückgreifen und wir wollen uns gar nicht ausmalen, was alles wäre, wie du gerade auch schon sagtest, wenn es euch nicht gäbe. Ja, weil das Kundenklientel halt in der Regel das ist, die Männer, die keine Frauen abbekommen. Ja. Dir geht es seelisch und psychisch gut. Mir geht seelisch und psychisch wunderbar. Ja. Ja, du machst auch einen absolut klaren Eindruck, finde ich. Die für 19 Jahre enorm, finde ich, das ist ganz toll. Die weiß, was sie will, wo es lang geht und die Ziele hat. Ja, ich sag mal, das prägt auch dieses die Tatsache, dass ich vielleicht mit 14 von zu Hause ausgezogen bin. Das glaube ich, du hast ja einen enormen Erfahrungsschatz gesammelt, den man natürlich, wenn man ganz normal behütet zu Hause aufwächst, so natürlich nicht vorzuweisen hat. Nein, und das ist auch der Grund, warum ich einfach auch sage, ich könnte mit Gleichaltrigen nichts anfangen. Mhm. Willst du irgendwann auch mal Kinder haben? Ist für nächstes Jahr, Ende nächstes Jahres geplant, spätestens. Ist schon geplant, auch schon. Mhm. Also wenn das mit der Agentur alles anläuft, dann ja. So. Also nicht so lange ich noch selber arbeite, aber danach bin ich nur noch vermittelt. Nadine, dann gehen wir mal jetzt, spulen wir die Zeit mal so 20 Jahre weiter. Und 20 du hast, Jahre weiter? Ja, wir spielen mal eben. Und du hast eine Tochter. Und die Tochter sagt dann zu dir, Mama, ich finde das eigentlich ganz cool, was du da früher gemacht hast. Ich gehe mal davon aus, dass du ihr das auch alles erzählen wirst. Ich gehe auch in diesen Bereich rein. Ich sag mal, meine Tochter wird es nicht nötig haben. Das ist immer eine Sache. Ich sag mal, das Umfeld formt einen dazu. Wenn du zum Beispiel mit 14 von zu Hause ausgezogen wärst, die meisten kriegen von zu Hause mit wenigstens irgendwie ein Sparbuch und ein Startkapital für die erste Wohnung oder sowas. Mhm. Du musst sehen, ich musste mir das alles selber erarbeiten. Mhm. Das ist natürlich eher ein gewaltiger Unterschied. Und ich möchte natürlich, wenn ich ein Kind habe, nicht wie das bei meinen Eltern war, wo man das Gefühl hatte, ja... Okay, nehmen wir mal an, du ermöglichst deiner Tochter einen guten Start und versorgst dir auch mit Kohle. Und dennoch sagt sie, ich will in dem Gewerbe arbeiten. Was glaube ich nicht. Also das macht keine Frau aus den Gründen freiwillig. Das kannst du mir nicht erzählen. Also wir lernen daraus, dass eine gewisse Not oder eine Notsituation. Ein gewisser Ehrgeiz, dass man weiß, okay... ich gehe vielleicht jetzt 2 Jahre, oder wenn das Ende des Jahres ist, waren 2,5, selber arbeiten. Ich weiß, ich baue mir danach irgendwas auf. Mhm. Ich weiß, so eine Agentur, was die monatlich abschmeißen kann, wenn sie gut läuft. Mhm. Da kommst du auf mit Steuern abgezogen 15.000 bis 20.000 Minimum. Mhm. So, hat die Agentur 2, 3 Jahre. Also mit der Tochter ist so, dass du sagst, die wird das nicht nötig haben, das zu machen. Nein, weil wenn ich ein Kind kriege, dann überlege ich mir auch, was ich auch nicht verstehe, wenn ich mir zum Beispiel eine Talkshow angucke und da sagt jemand, ja, ich habe mit 16 jetzt mal Kind andrehen lassen oder lebt von Sozialhilfe oder sonst was. Also wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich das schon in wohlbehütete Umstände rein. Aber das heißt, du würdest
jetzt mal abgesehen von allen finanziellen Dingen, das für dein Kind wirklich auch nicht wollen, dass sie so arbeitet? Nein, weil ich... Aber da haben wir ja eine Wertung schon wieder drin. Da haben wir keine Wertung drin, so sehe ich es nicht. Aber ich sehe es also nicht als abwertenden Job. Hm? Aber natürlich möchte keine Mutter, dass ihre Tochter es macht. Das ist normal, kann ich auch verstehen. Aber trotzdem sehe ich es halt nicht so, dass man diese Frauen diskriminieren muss, weil sie es tun. Ja, und vor allen Dingen, weil sie es aus eigener ständiger Meinung tun. So, genauso sehe ich es auch, Nadine. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Die Sendung ist vorbei. Wünsche dir alles Gute und geh weiter so tapfer durchs Leben. Alles Gute wünsche ich dir. Klar, tschüss. Danke, schönen Abend noch. Ciao. Danke. In der Technik, Gunnel Blendin. Heute Nacht und morgen heißt unser Thema Glauben. Ich möchte gerne rundherum mit euch über das Thema Glauben reden. Verlorener Glauben, neuer Glauben, Zwang durch Glauben oder vielleicht habt ihr etwas Extremes wegen eures Glaubens gemacht. Schön.